Hallo. Das nächste Video wird jetzt in einige Teile unterteilt sein, weil die Röntgenstrahlung an sich ein komplexes Thema ist und ich deswegen diesmal alles einfach erklären wollte. Der erste Teil ist, wie muss ein Atom ausschauen, das Röntgenstrahlung aussendet. Der ist noch sehr einfach, weil es noch dem alten Thema entspricht. Ihr seht, wir haben hier ein Atom, das sehr, sehr viele Schalen hat und ein ganz klassisches Atom, das für Röntgenstrahlung verwendet wird, ist zum Beispiel Wolfram. Warum? Weil Wolfram hat sehr viele Elektronen und deswegen sehr viele Schalen. Und deswegen, weil es auch so viele Schalen hat und der Atomkern so schwer ist, sind die Schalen gerade im Inneren auch sehr weit auseinander. Wolfram ist das 74. Element. Und wenn wir jetzt hier sichtbares Licht aus dem Wolfram rausbekommen wollen, das es auch tatsächlich gibt, dann finden wir das erst hier oben, grün nämlich, hier in den ganz äußeren Schalen. Also dieser Sprung hier von der, was weiß ich, vielleicht 9. zur 8. Schale zurück, der wäre grün, also der wäre ungefähr 3 Elektronenvolt. Und ihr seht, dieser Abstand ist viel geringer als die unteren Abstände. Und wenn wir jetzt Röntgenstrahlung haben wollen, dann haben wir tatsächlich hier Sprünge aus dem ersten in das Grundniveau oder aus dem zweiten in das Grundniveau. Und die sind jetzt nicht im Elektronenvoltbereich, sondern im Kiloelektronenvoltbereich. Und zwar so bei, also das hier müssten so 10 Kiloelektronenvolt sein. Und das hier müssten dann in etwa 12 Kiloelektronenvolt sein. Also 1000, 10.000 und 12.000 Elektronenvolt. Eine ganz andere Nummer als sichtbares Licht. Das heißt einfach, wenn wir Röntgenstrahlung haben wollen, brauchen wir schwere Atome. Das war der erste Start. Nun kommen wir zu einer Röntgenröhre, also einem Gerät, das Röntgenstrahlung erzeugt. Eine Röntgenröhre ist erstmal aufgebaut wie ein Elektronenbeschleuniger. Den kennen wir schon. Wir haben hier die Heizwendel, die einfach freie Elektronen erzeugt. Die werden hier im Wehneltzylinder, ich schreibe nur Wehnelt, Z, fokussiert, weil der ist außen negativ geladen. Das bedeutet, sie werden so in die Mitte gedrängt und treten dann vorne aus dem Loch aus. Das heißt, hier haben wir einen Elektronenstrahl, der erstmal eine geringe Geschwindigkeit hat, aber in diesem Bereich hier wird er jetzt eben beschleunigt. Also das hier ist der Beschleunigungsbereich der Elektronen. Gell? Wir sind noch überhaupt nicht bei Photonen. Und diesmal legen wir eine wahnsinnige Spannung an. Wir wollen ja nicht nur ein paar Elektronenvolt, also nicht nur 2, 3 wie bei sichtbarem Licht, sondern wir wollen es schaffen, dass wir eben in den Röntgenbereich kommen. Und dazu legen wir tatsächlich 30.000 Volt an, weil dann wird jedes Elektron ja mit 30.000 Volt beschleunigt. Das heißt, die Elektronen, die jetzt hier rauskommen, haben alle eine kinetische Energie von 30 Kiloelektronenvolt. Das ist ja eben wahnsinnig viel, aber hier für Röntgenstrahlung genau richtig. Diese Elektronen treffen nun hier hinten auf die Wolframplatte und ihr seht, die ist so abgeschrägt. Das liegt daran, dass man auf diese Weise die Richtung der Elektronenstrahl, also ihr seht, die ist so abgeschrägt und das liegt daran, dass man dadurch die Richtung, in die die Photonen ausgesendet werden, ein bisschen steuern kann. Das ist ein bisschen wie Einfalls gleich Ausfallswinkel, weil sie ein Metall ist und das leicht spiegelt. Und so schaffen wir es, dass der Hauptteil der Röntgenstrahlung hier zum Fenster rausgeht, wo dann auch der Mann steht. So, und jetzt ist aber die eine wichtige Frage: Wie schaffen wir es, dass in diesem Wolframstück aus den Elektronen Photonen werden? Weil bisher haben wir es ja immer nur geschafft, dass Photonenatome anregen und dass dadurch dann es zum Elektronensprung kam und dass dann, wenn das Elektron runterfällt, die Strahlung wieder abgegeben wird. Und es gibt zwei Effekte. Zum ersten schauen wir wieder nach oben. Wir sind wieder bei unserem Wolframatom und hier habe ich ja schon die Sprünge schon eingezeichnet, die wir gerne hätten. Den wir nicht brauchen können, den streiche ich mal weg. So, und das heißt, wir müssen jetzt unsere Elektronen heben. Und
Dafür brauchen wir tatsächlich kein Photon, sondern es geht auch ein Elektron. Der Grund ist sehr einfach. Das Elektron kann jetzt hergeflogen kommen und kann ja auch einfach dieses Elektron hier kicken. Wenn es dann mit dem zusammenstößt, wird unser Elektron, das kommende, also das hellblaue, abgebremst und dabei wird das andere natürlich in eine höhere Schale gekickt. Und das Interessante ist, da mein erstes Elektron, das kommt jetzt, nicht seine ganze Energie verlieren muss, weil das kann jetzt auch zum Beispiel nur mit 11 Kiloelektronenvolt herkommen, dann würde es so sein, dass es 10 Kiloelektronenvolt übertragen kann und dadurch kann das Elektron springen. Weil dieses hellblaue Elektron ist ja frei, das heißt, es ist nicht in die Atomschalen gebunden, also muss es auch nicht bestimmte Energieniveaus haben, im Gegensatz zum roten, das schon nur von Niveau zu Niveau springen kann. Und es ist eine ganz andere Situation als bei den Photonen, weil bei den Photonen war es ja so, dass nur die aufgenommen werden können, die genau die passende Energie haben. Und das liegt daran, dass die Photonen danach aber auch komplett verschwinden. Also muss die ganze Energie aufgenommen werden. Das Elektron verschwindet ja nicht, sondern wird nur langsamer und das klappt. Das heißt, wir haben hier wieder die Sprünge von den roten Elektronen rauf und dann fällt es ganz normal runter und sendet ein Photon aus, das im Röntgenbereich ist. Und weil es verschiedene Energieniveaus gibt, gibt es auch verschiedene Röntgenstrahlungsenergien. Wir zeichnen die jetzt im unteren als die roten ein. Also hier haben wir ein Intensitätsdiagramm. Ein Intensitätsdiagramm bedeutet, dass wir zu den verschiedenen Energien notieren, wie viele Photonen ausgesendet werden, also welche am häufigsten sind. Wir notieren erst eine Energieskala, die sinnvoll ist. Ganz an Anfang kommen natürlich 0 Elektronenvolt und wir haben 30 Kiloelektronenvolt losgeschickt mit den Elektronen. Das heißt, wir machen die 30.000 ziemlich weit an den Rand. Dann machen wir hier die 20.000 hin und wichtig ist noch der Bereich um die 10.000, weil wir wissen ja schon, dass hier unsere Sprünge sein werden. So, und wenn wir uns das jetzt anschauen, entstehen durch die Elektronensprünge hier bei 10.000 ganz hohe Intensitäten an Elektronen, dann waren es nochmal bei 12.000 und so weiter. Und wir werden noch ein paar mehr Schalensprünge haben. Also es gibt einfach bestimmte Hucke, die durch die Elektronensprünge kommen. Wenn man sich ein echtes Röntgenstrahlendiagramm aber anschaut, gibt es noch einen zweiten Bereich, und zwar einen kontinuierlichen. Also hier seht ihr Spitzen, die sind nicht kontinuierlich, sondern das sind die einzelnen Streifen, die durch die Atomsprünge kommen. Aber ein echtes Diagramm, das zeichne ich jetzt gelb ein, hat noch einen Bereich von Photonen, die einfach in jeder Energie ausgestrahlt werden. Das sind nicht so viele und die sind ziemlich gleich verteilt. Ich male jetzt einfach mal hier drüber. So. Zack, und hier schützt ab. Das bedeutet, wir haben noch so ein Hintergrundrauschen an Strahlung, sodass sich insgesamt eine Kurve ergibt, die so ausschaut, dass wir überall ein bisschen Strahlung haben und dann sind da ein paar Spitzen drunter. So, wo die Spitzen herkommen, haben wir schon besprochen, aber was uns jetzt wirklich noch fehlt ist, woher kommt denn dieses gelbe Hintergrundrauschen? Gelb, ich sage gelb nur, weil ich es gelb gefärbt habe, nicht weil die Farbe gelb ist. Röntgenstrahlung ist immer unsichtbar. Ja, und dafür müssen wir einen anderen Effekt anschauen, den es auch bei Elektronen gibt, wenn sie mit anderen Atomen interagieren. Wir nehmen wieder ein Elektron, das daherkommt. Das daherkommende male ich immer hellblau ein. Zack. Und dieses Elektron fliegt jetzt hier auf das Wolfram zu. Das heißt, die ganzen dicken schwarzen Punkte in der Mitte sind die Atomkerne und außenrum sind es die Elektronen. Wolfram war, wie gesagt, das 74. Element. Also hat jedes einzelne Atom tatsächlich 74 Elektronen. Deswegen ist hier so ein Gewusel. So, die Atomkerne sind sehr schwer und haben sehr viele Protonen, also sind die Elektronen sehr stark gebunden und können erstmal nicht so gut rausgehauen werden. Das hat zur Folge, dass das Elektron, das jetzt von außen kommt, ja auf oder nicht unbedingt die anderen Elektronen direkt kickt, weil dann kommt es ja zum Sprung, aber in die Nähe von denen kommt, zum Beispiel in dem Fall jetzt von diesem roten Elektron.
Die Energie dieses Elektron vorher nennen wir Ekin 1. Und jetzt wird es ja durch dieses Elektron nach unten hin abgelenkt, weil negativ und negativ stößt sich ab. Das bedeutet, es geht jetzt weiter, aber mit einer geringeren Geschwindigkeit. Zack. So, dadurch, dass es umgelenkt wurde, wie gesagt, hat es eine geringere Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben jetzt ein zweites Ekin vom Elektron, das kleiner ist als vorher. Und jetzt ist die Frage, wo ist die Energie hin? Und normalerweise müsste jetzt das Elektron, also das rote Elektron hier, das in der Schale ist, diese Energie aufnehmen. Weil, wenn es das andere umlenkt, müsste es selbst ja auch ein bisschen abgelenkt werden. Das ist wie, wenn jemand gegen euch läuft, dann werdet ihr ja auch gekickt und nicht nur die andere Person in ihre Richtung verändert. Jetzt kann das aber keine Energie aufnehmen, weil es ja in seiner Schale hockt und da nur eine bestimmte Energie haben kann. Und deswegen wird diese Energie, die eigentlich das rote Elektron bekommen müsste, jetzt als Photon wieder abgestrahlt. Und das passt wunderbar zu dem, was wir vorher schon gelernt haben. Wir können quasi immer sagen, wenn ein Elektron Energie verliert und wir uns fragen, wo ist diese Energie hingekommen, dann können wir fast sicher davon ausgehen, diese Energie wird in ein Photon umgewandelt. Wie bei den Sprüngen der Schalen in den Atomen. Weil das ist ja auch so, wenn es von einer hohen Schale in eine Tiefe fällt, verliert es Energie. Wo ist die hin? Zack, in ein Photon. Hier auch. Das Elektron wird abgebremst, dadurch, dass das andere Elektron im Weg ist. Dadurch verliert es Energie, die kann aber nicht insgesamt verloren gehen, also wird ein Photon ausgesendet. Und dieses Photon hat genau die Energie, die verloren gegangen ist, also Ekin 1 minus Ekin 2. Und wie stark das abgebremst wird, das hängt jetzt von der Situation ab. Weil jetzt kann es zum Beispiel als nächstes auf dieses rote Elektron treffen. Und dieses rote Elektron steht hier jetzt mitten im Weg. Das heißt, hier wird unser inzwischen grünes Elektron, gell? Die Farben sind nur zur Veranschaulichung. Das Elektron hat natürlich keine Farbe. So. Also hier wird das momentan grüne Elektron dann ja mega stark abgebremst, weil es total im Weg ist und purzelt jetzt vielleicht hier nur noch ganz langsam da weiter. Das bedeutet, hier verliert es nochmal extrem viel Energie, also wird hier nochmal ein zweites Photon ausgesendet und zwar diesmal mit einer sehr hohen Energie. Und so können ganz, ganz, ganz viele verschiedene Photonen ausgesendet werden, immer wenn unser Elektron durch ein anderes Elektron umgelenkt wird und dadurch abgebremst wird. Genau. Und deswegen nennt man diese Strahlung Bremsstrahlung. Das heißt, wir notieren uns hier im Diagramm, die gelbe Strahlung entsteht durch die Bremsstrahlung und dieser rote Bereich hier, den nennt man charakteristische Strahlung. Und das liegt wiederum daran, dass diese roten Bereiche ganz charakteristisch für das Material sind, auf das sie treffen, weil die entstehen ja echt durch Elektronensprünge. Das heißt, wenn ich nicht Wolfram, sondern, keine Ahnung, Aluminium, also irgendein anderes Metall nehme, dann werden diese roten Spitzen anders sein, aber der gelbe Teil wird trotzdem gleich sein. Der gelbe Teil verändert sich nur dahingehend, wie viel Energie ich auf welche Energie ich die Elektronen raufheize in der Elektronenröhre oben, weil wenn ich mehr Energie habe, können sie auch beim Abbremsen mehr verlieren. Das bedeutet, diese Grenze hier wird verschoben durch die Spannung, weil es kann ja nicht mehr Energie entstehen, als wir reingesteckt haben. Das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel insgesamt nur 20 Kilo Elektronenvolt reinstecke, dann werden wir nie Röntgenstrahlung haben, die hier bis 30 Kiloelektronenvolt geht, sondern dann würde das Ganze bereits hier bei den 20 abfallen, also hier so schon nach unten gehen. Genau. Das heißt, an dieser Grenzenergie nennt man sie, an dieser Grenzenergie können wir die maximal angelegte Spannung sehen, die in der Röntgenröhre angelegt wurde. Und an der charakteristischen Strahlung können wir die Materialien erkennen. Und jetzt noch zur allerletzten Frage, und dann haben wir es auch geschafft. Wie entsteht jetzt eigentlich das Röntgenbild? Und das ist sehr einfach erklärt. Wir haben jetzt hier einen wunderhübsch gemalten Menschen. Und
Dieser Mensch steht jetzt mitten im Röntgenbereich. Dieser Mensch wird hoffentlich nicht komplett von der Röntgenstrahlung durchstrahlt, weil man wird immer nur in einem Bereich bestrahlt und der Rest wird dann mit Blei abgedeckt. Das liegt daran, dass Blei ganz viel von der Röntgenstrahlung abfängt. Jetzt ist es so, dass im Körper unterschiedliche Stoffe vorhanden sind und für die Röntgenstrahlung ist das Wichtigste, dass ein Großteil unseres Körpers aus Wasser besteht und ein kleiner Teil aus Knochen. Knochen sind wesentlich dichter und haben auch wesentlich schwerere, also Atome, die eine höhere Ordnungszahl haben und die können Röntgenlicht viel besser absorbieren. Das bedeutet, die Stellen, wo Knochen im Weg sind, sind undurchsichtig für Röntgenstrahlung und die, wo aber nur Fleisch und vor allem dadurch Wasser im Weg ist, die werden einfach komplett durchstrahlt. Das heißt, wir bauen hinter dem Menschen einen Schirm auf, der das abfängt. Hier oben entsteht die Röntgenstrahlung in der Röntgenröhre. Da gucken wir gerade hin. So, wir werden durchstrahlt. Zack, zack, zack. Und jetzt kommt aber nur ein Teil durch. Machen wir ein paar mehr, dass ich schon zeichnen kann, dass so ein Teil durchkommt. Zack, zack. So, und das fällt jetzt hinten auf den Schirm. Und der Schirm wird an den Stellen schwarz, wo er getroffen wird. Das ist wie bei den alten chemischen Fotoapparaten. Also es ist einfach eine Filmrolle, auf die eben Licht trifft, in dem Fall Röntgenstrahlung. Und die färbt sich dann schwarz. Und die Stellen, die nicht getroffen werden, die bleiben weiß. Und so entsteht dann hier zum Beispiel das Gerippe, wenn wir den Brustkorb getroffen haben. Okay, kein schönes Gerippe, aber ihr seht, es sind schwarze und weiße Streifen und das ist das ganze Prinzip tatsächlich. Besonders gut abgefangen wird Röntgenstrahlung auch von Metallen. Deswegen wird ja das Gepäck am Flughafen auch geröntgt, weil man so sehr schnell Metallteile herausfindet. Und der Grund ist wieder derselbe. Wir haben bei Metallen oder allgemein bei schweren Objekten deutlich höhere Elektronenanzahlen und deutlich höhere Elektronensprünge. Und deswegen ist die Chance, dass wir hier ein Photon abfangen können, das im Röntgenstrahlenbereich ist, viel, viel höher. Erstens, weil wir viel mehr Elektronen haben, auf die wir treffen. Und zweitens, weil wir sehr viele Energieniveauschemas haben oder auch viele Elektronen, die dann ionisiert werden können. Also wir haben eine viel höhere Aufnahmewahrscheinlichkeit von schweren Atomen. Genau, und das ist der ganze Grund, warum schwere Atome besser aufnehmen und leichte Atome schlecht aufnehmen. Ein Atom, das wahnsinnig gut aufnimmt, ist eben das Blei. Und deswegen kriegen wir immer die Bleischürze, weil da eben die Röntgenstrahlung quasi drin hängen bleibt und damit unser weiches Gewebe geschützt ist. Aber unser Gewebe ist eben auch anfällig, nur weil ich gesagt habe, dass schwere Atome die Röntgenstrahlung viel besser aufnehmen, heißt es nicht, dass dass die leichten sie gar nicht aufnehmen. Wir wissen, Elektronen können immer ionisiert werden. Wenn es wenige sind, ist es halt unwahrscheinlicher, dass die Strahlung eins trifft, aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem da. Und wenn ein Elektron aus einer Bindung rausgeschlagen wird, heißt es, dass die Bindung weg ist und dass sie aufgetrennt wird. Und so wird eben die DNA in unseren Zellen getrennt. Die hat Gott sei Dank ganz viele Reparaturmechanismen und kann sich meistens wieder gut zusammensetzen. Aber daraus kann quasi Krebs entstehen, weil es da Zusammenbau-Reparaturfehler geben kann. Aber ihr braucht jetzt nicht sehr beunruhigt sein. Pro Sekunde erleidet ihr 80.000 DNA-Schäden durch die Strahlung, die hier allein in der Luft liegt. Und die können alle von eurer DNA repariert werden. Also man erfährt dauernd DNA-Schädigungen und fast alle gehen glimpflich davon. Und bei der Röntgenstrahlung kommen halt dann, ein paar mehr hinzu in kurzer Zeit. Aber es ist quasi immer ein Glücksspiel, ob sich jetzt eine Zelle richtig zusammenbaut oder nicht. Auf jeden Fall ist das Risiko von heutigen Röntgengeräten relativ gering. Zumindest viel weniger als früher, wie wir gleich sehen werden. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis, der praktisch ist. Wenn ihr bei einem Arzt seid, wo ihr euch denkt, oh, die Röntgenbilder sind aber so ein bisschen unscharf, dann ist das überhaupt nicht schlecht, weil das bedeutet, dass der Arzt die Röntgenstrahlung nicht besonders hoch dreht. Dadurch ist das Bild ein bisschen verwaschen, aber er hat euch total geschont. Manchmal, wenn es um ganz feine Haare oder so geht, muss man das schärfer stellen. Aber
Das heißt, nur weil ein Röntgenbild etwas unscharf ist, ist nicht der Arzt schlecht, sondern er will euch schonen. Gut, das war jetzt jede Menge zur Röntgenstrahlung. Ich hoffe, ihr konntet was daraus lernen und jetzt die Fragen dazu beantworten. Tschüss!